Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir sind auf der Megatour. Ja, eigentlich kurz vor Schluss, würde ich sagen. Wir stehen hier in Spanien, kurz hinter der Grenze und unser Ziel ist ja nicht mehr so weit. Wenn wir dann jetzt mal so schauen, guck mal, als nächste große kommt hier Barcelona. Dann eiern wir hier an Valencia vorbei. Dann sind wir hier bei Córdoba immer am Winken und dann Sevilla und dann haben wir schon die Schacht da unten runter. Ne? Also wir haben noch dieses Stückchen zu fahren, ist ja nicht mal so wenig, aber das meiste ist schon die Schacht. Wir sind ja von hier oben irgendwo losgeeiert, ne? Von Helsinki, glaube ich. Na, hier unten lang und immer quer durch Europa. Jetzt sind wir da und wir müssen nach da. Ich würde sagen, wir legen los, wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Ne? Zeit ist kostbar, wir haben noch weder Geld noch Zeit. So. Wobei, wir haben 2 Mark. Na, wenn wir mal schauen, da unten rechts. Wir haben 2 Mark. So. Motor an und los. 1200 Kilometer noch. Wenn wir das gut splitten, schaffen wir es vielleicht wirklich. Oh, was ist denn hier? Okay, man kann hier offiziell zwischen den Auffahrten wechseln. Okay, alles klar. Dann tun wir so. So, ab nach der Autobahn drinne rein. Frisch ausgeschlafen. Der Tank ist auch noch recht voll. Der reicht ewig. Also locker 3000 Kilometer mit einer Tankfüllung. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Nummer. Ja, hätte ich gesagt. Ist toll. Dann legen wir mal los. Hier dürfen wir auf jeden Fall 90 fahren. Heißt, wir können richtig Strecke machen. Vorletzte Etappe. Megatour. Wir kriegen auch echt viel Asche. Das Ding ist allerdings, wir haben Schaden erlitten. Ja. Wir werden gerade auch massiv überholt. Jetzt wäre interessant, wie hoch ist der Schaden, der sich auf den Trailer auswirkt, in Bezug auf unsere Minderung vom Gewinn, was wir hier erfahren am Ende vom Auftrag. Ja, weil wir kriegen ja Kohle. Und wenn wir alles zerschroten und zerkloppen und kaputt fahren und zerhämmern, dann kriegen wir halt weniger Geld. Wird uns nämlich abgezogen, ist nicht cool. So, haben wir überhaupt Licht an? Jetzt haben wir Licht an. Abblendlicht. Fernlicht? Nein, Abblendlicht. Lassen wir an. So ist es nämlich schön. So, wir fahren in der Mitte. Ja, dann passieren so schöne Dinge. Wir werden hier rechts überholt und dann aber irgendwie doch nicht. Auf jeden Fall befindet sich rechts neben uns ein PKW. Wir können ihn nicht sehen, aber er ist da. Da guck mal da vorne, da ist er. Ja. Da kommt der nächste, rote schon angeeiert. Und wir fahren einfach in der Mitte, einfach weil es spannend ist. Okay, wir haben noch 15 Stunden, dann sind wir da. Also 15 Stunden reine Fahrzeit. 15,5 Stunden. Und wir haben für den kompletten Auftrag noch 42 Stunden und 42 Minuten. Und wir müssen schlafen in knapp 10 Stunden. Also schaffen wir es nicht in einem Rutsch durch. Wir müssen zwischendurch nochmal Pause machen. Aber ist nicht schlimm. Überhaupt ja nicht schlimm. Wir kriegen wir alles hin. Na, wir haben jetzt kurz vor Mittag. Heißt, wir können sehr, sehr lange in den Tag hineinfahren. Das ist wundertoll. Wundertoll und super schön. Und da draußen hell ist, können wir eventuell auch schöne Sachen sehen. Bin ja mal gespannt. Vorteil, wenn wir hier 90 fahren dürfen, machen wir wenigstens ordentlich Strecke. So, wo ist hier Multipass? Da vorne? Nicht? Nein, 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 da. Oh, hoffentlich fährt uns hier keiner rein, das wäre echt böse. Ah, da drüben wäre gewesen. Hallo? Nee. Ach komm, und jetzt ist hier voll, ne? Ach. Haut mir mal hier alle ab. So, der LKW drängt. Ey! Ey, ich hab hier echt keinen Bock mehr, ne? Los, verfatz dich. Wieso fährst denn du hier so blöde? Hau da ab, Mann. Hallo?
Mann, jetzt fahr doch, sei doch nicht so. Fährt mir vor der Karre und dann bremst du mir nur aus wie so einen großen. So. Aha, für 30 Euro haben wir jetzt hier wieder 6% Schaden am LKW. Geil. Na, warte mal, Freundchen. Dich holen wir ein. Du bist dran. Ja. Kann ich gar nicht auf mir sitzen lassen, sowas. Schlimm. Guck mal, haut er ab. Alles klar. Aber echt, ne? Der hat gesehen, dass wir da so Dinge machen. Und dann war ihm das aber wurscht. Sturer Bock. Der da. Da haut er einfach ab. Still und klangheimlich. Mit seinem Iveco. Spinnt ja wohl. Naja, so, wir haben auch bezahlt. Der Rest ist mir wurscht. Der LKW war eh kaputt. Solange wie die Fracht keiner anfasst, ist mit dem Latex. Aber ja. Haben wir eigentlich Strafe bezahlt? Wir haben auf jeden Fall Schaden erlitten. Ich weiß ja nicht. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber wir haben immer noch 2 Mark auf dem Konto, also ist okay. Nee, sind 2 Millionen Euro. Also, ne? Ja. Aber die 2M sieht schon echt klein aus, wenn da keine große Zahl steht. Naja, 2 Millionen. Mach was draus, ne? Plus, minus, wenn du jetzt was Teures kaufst. Naja, dann hast du halt gehabt. Aber kommt relativ schnell wieder, die 2 Millionen. Muss ich sagen, weil ich hätte sonst gesagt, den LKW, den wir gekauft haben und alles, ne? Den refinanzieren wir mit der Tour, die wir hier gerade fahren. Aber die Kohle ist schon wieder drin. Duckt schnell kann gehen. Ist aber auch echt nicht schlimm. Also die Angestellten, ne, die machen richtig Kasse. Fleißig sind sie, wie die Wiesel. So, ich hoffe, das war der einzige Zwischenfall. Guck mal hier, Frederik konnte keinen Auftrag finden. Der arme Teufel. Zum Anfang, wo ich hier losgefahren bin, hat er nochmal 400 noch was verdient. Und das hat jetzt gekostet hier 134. Okay, dann fährt er wahrscheinlich bloß um Kirchturm rum, dann traut er sich nicht weiter weg. Kann ja auch mal sein. Mal hier, Philipp, der holt erstmal 8000 Zettel nach Hause. Sehr schön. Barcelona. Sind wir schon in Barcelona? Wir müssen auf jeden Fall auf dieser Spur hier bleiben, richtig? Nee, wir müssen noch hin rüber. So. Ja, bloß nicht falsch fahren. Guck mal hier, Daniel, der macht fast 10.000. Läuft. Also ich glaube, wir haben sehr gute Mitarbeiter. Na, also die Alten aus dem Altbestand, die sind richtig voll dabei. Und die Neuen, naja, die müssen sich erst noch einfinden. Na, die müssen die Kunden alle noch kennenlernen und so. Da, wo sie immer hinfahren. Und ich habe auch das Gefühl, also erstmal fahren wir viel zu schnell. Und dann habe ich das Gefühl, dass die KI-Fahrer oftmals dieselben Routen fahren. Wenn mich nicht alle täuscht, möchte ich das irgendwie mal so sagen, dass die oft die gleiche fahren. Ich hatte mir, boah, gleich zum Anfang, wo ich das, warte mal, wir müssen jetzt mal die Spur wechseln, wo ich mir das mal genauer angeschaut hatte, bei einem Fahrer damals. Ich möchte sagen, der sie ganz oft immer zwischen denselben Städten hin und her gefahren und hat hier mehr oder weniger Transitverkehr gefahren. Was ja auch überhaupt ja nicht schlimm ist, ne? Hast du halt stetig mehr oder weniger immer die gleiche Strecke. Du weißt, was los ist. Du weißt, wo was ist, wo was passieren kann. Du hast in der Regel dieselben Kunden, die kennst du alle, Abläufe bekannt. Also, was Schlimmeres kann dir ja nicht passieren. Also, ne? Wenn dann dabei denn unterm Strich noch was bei rumkommt, warum nicht? So. Jetzt kommt hier die nächste Multipass-Geschichte. Wir schauen mal. Wir verringern schon mal unseren Speed, weil das ist gerade nicht so cool. Zeig mal. Okay, hier ganz außen ist für LKWs. Dann tun wir da mal hinfahren tun. Ach. Mach auf und tschüss. Siehst du, beim ersten Mal. Danke, tschüss.
Na bitte, warum klappt das nicht gleich so? Mal wieder Spurfindung hier und dann geht's weiter. Tempomat, Wiederaufnahme bei 90, lass knacken. Ich hätte fast gesagt, wir fahren einfach so weit, bis es nicht mehr geht. Weil ich glaube, weit gekommen sind wir noch nicht. Ne, wenn wir hier mal so gucken tun. Na, wir sind gerade mal in Barcelona vorbei. Na, wir haben hier schon. Ah, Mautstation haben sie hier, aber. Wobei hier kommt eine ganze Weile ja nichts. Okay. Hier ist nochmal doll. Aber dann, ja. Gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Also, bis Valencia wäre schon echt schön. Einfach fahren, 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 fahren. Der Endspurt quasi. Wenn wir da jetzt so wenig Mist bauen, kommen wir noch mit einem guten Gewinn aus der Sache raus hier. Ihr könnt mir vorstellen, weil der Trailer ist halt kaputt. Ne, wir haben, glaube ich, 6% Schaden am Trailer. Ist ja nicht unser Trailer. Der wurde uns ja zur Verfügung gestellt vom Auftraggeber. 6%. Na, solange wie die Frachtheile ist, und das ist sie noch mit 0% Schaden, könnten wir jede Chance haben. Aber kaputt ist kaputt. Und es gibt auch Achievements, wenn man ganz weite Touren fährt, ohne Schaden. Aber das ist ja fast nicht machbar. KI-Verkehr ausschalten, dann ja. Wenn du ganz alleine hier on the road bist, dann vielleicht, aber sobald hier Trottel mit rumfahren, könnt ihr immer halt stark nach hinten losgehen. Aber hey, Hauptsache es läuft. Ja, was machen wir danach eigentlich? Wenn wir das abgeliefert haben, dann stehen wir ja dumm da unten rum. Ah jo, warte mal, Feldbinder, ich wollte ja noch. Haha, genau. Ich wollte noch Feldbinder-Mission fahren. Ene. Gucken, wie sich die Trailer so verhalten. Da könnten wir dann nochmal einen neuen LKW bauen. Weil die Kohle haben wir. Warum noch nicht? Schadet ja nicht, ne? Wenn man Spielinhalt nutzen kann und die Kohle hat, warum nicht? Zum Anfang, da bist du halt massiv gebeutelt, wenn du wirklich von null an von vorne anfängst. Da hast du noch nicht mal einen eigenen LKW. Wir sind Gott sei Dank in der Lage, dass wir uns alles Mögliche leisten können. Und das möchte ich auch, weil ich will mir das anschauen, definitiv. So, dadurch bauen wir natürlich auch die Firma aus mit neuen Fahrzeugen. Können wir einen neuen Fahrer wieder einstellen, wenn wir den Iveco hier beiseite parken und dann ist das schön. Ach toll, gefällt mir. Wir können uns ja schon mal überlegen, welchen LKW soll es denn geben? Renault wäre auch noch eine Möglichkeit. Also wir haben hier jetzt den Schmeißwecko. Dann hatten wir zum Anfang den MAN. Scania hatten wir. Was hatten wir noch? Volvo hatten wir schon. So ist die einzige Multipass hier, oder? Jo. Lass auf das Brett. Gracias. Auf wieder Tschüss. Aber 90 ist angenehm zu fahren. Müssen wir nachher mal im Shop schauen, was wir denn da so für LKWs noch zur Verfügung haben. Ich wollte mit dem alten SK eigentlich nochmal eine Runde drehen, ne? Hatte ich mal gesagt, ihr habt. Das könnten wir machen. Also wir werden noch ein bisschen ETS fahren, glaube ich. Muss ja auch nicht weit sein, aber ich möchte mir mal diese Feldbinder-Silos genauer anschauen. Die werden sich wahrscheinlich genauso fahren wie die ganz normalen Trailer, aber ist halt neue DLC, Inhalt, Material und da, na? Gucken wir mal. Da kriegen wir bestimmt was hin. Bin mir ganz sicher. Wobei ich muss sagen, der Iveco hier, der macht einen guten Job.
Das, was wir bei haben hier, das sind 17 Tonnen. Damit fährt er ernst vernünftig los eigentlich. Also, hat schon schlechter erlebt, definitiv. So, wir haben nicht mal mehr 1000 Kilometer. Guck mal, das ist doch super. Wenn wir jetzt noch so 300 Kilometer schaffen, 350 heute, dann wären wir so knapp bei 600. Mal gucken. Dann hätten wir ein sehr, sehr gutes Etappenziel. Oder wir machen das wie beim letzten Mal und wir fahren so lange, wie die Fahrzeit es hergibt und dann schauen wir mal. Na? Weil ich glaube, hier fahren wir einfach nur stumpf geradeaus, Autobahn, hier kommt nicht mehr viel, außer irgendein Verkehrsunfall, wo sie alle dran vorbeischleichen, aber das ist mir egal. Wobei, hat doch die Polizei gerade bloß kontrolliert, oder? Mitten in der Kurve, schlaue Polizei. So, mal ein bisschen draußen rumfahren. Weil die Landschaft an sich ja nicht hässlich ist hier. Oder was? Hochgelegte Autobahn. Das ist teuer. Vor allem Brückenwartung und alles und bla und. Naja. Warte mal, wir knacken hier echt mit 90 durch. Bin mal gespannt, wie weit wir hier gerade sind. Wir haben noch 880 Kilometer. Oh. Wir kommen auf jeden Fall besser voran, als ich dachte. Also, wie gesagt, bis hier unten schaffen wir es nicht mehr. Valencia haben wir gleich. Vielleicht bis da? So Etappenziel? Was sagt dann? Mal gucken. Weil Fahrzeit haben wir noch über 5 Stunden. Also gerade mal die Hälfte weg. Wir gucken einfach. Wir machen auf ganz entspannt. Das Schöne ist, wenn wir jetzt noch knapp 5 Stunden haben, da sehen wir auf der Brücke. Hallo. Jetzt sind wir so um 20 Uhr ungefähr schlafbereit. Das ist sehr gut. Dann können wir die Nacht durchschlafen. Dann können wir am nächsten Morgen unsere Tour quasi zu Ende fahren. Das ist eigentlich sehr angenehm. Na? Und guck mal, wir sind jetzt schon 3670 Kilometer gefahren. Mit diesem LKW auf dieser Tour. Also, na? Und wir kriegen, wenn nichts kaputt wäre, 191.000 dafür. Das lohnt sich definitiv. Also kannst du auf jeden Fall einen neuen LKW kaufen. Ja, guck mal hier, das ist wie in Amerika. Da haben sie einfach den Berg durchschnitten und die Autobahn hier reingebaut. Krass. Aber ist cool. So wirklich südländischer Flair so ein bisschen hier. Ja? Mal ein bisschen was anderes. Das kommt mir mega langsam vor, aber wir fahren hier halt voll mit 90. Durchgehend. Schon krass. So, könnte man nochmal auf die Karte gucken wollen. Ach, guck mal, Valencia haben wir gleich. Das war jetzt die Hälfte. Dann hier nochmal. Also ich denke mal, bis hier ungefähr kommen wir, bis zu diesem Autobahnkreuz. Ist hier ein Parkplatz irgendwo? Oh lala. Schwierig, diese. Wir könnten auch hier oben lang fahren. Durch Puerto Llano. Da wäre auf jeden Fall. Ja, oder hier, Rasthof. Dass wir hier einfach durchdüsen und dann hier runterfahren. Wäre machbar.
Vielleicht kriegen wir das. Na, mal gucken. Na, ein bisschen Routenplanung ist auch ein bisschen wichtig, dass hier keine Strafzettel wegen Ruhezeitüberschreitung und Fahrzeitüberschreitung und bla. Und nachher schläfst du ein, schwarz vor Augen, knallst volle Kanne irgendwo gegen, räumst erstmal die Autobahn auf und so. Ist ja auch nicht schön, weil teuer. Spätestens wenn der abgeschleppt werden muss, weil der LKW total Schaden hat, dann bist du traurig, weil der Auftrag, den kannst du dann eigentlich wegschmeißen. Du wirst zur nächsten Werkstatt, die schleppt. Zeittechnisch das reinste Fiasko. Meistens ist der Auftrag denn schon längst abgegolten, alles kaputt und ja. Lohnt jetzt nicht so. Also immer, ne, Straßen auf im Augenverkehr. Ihr habt richtig gehört. Zum Beispiel er hier. Warum ist denn er hier so massiv am Bremsen? Der ist dann ja jetzt richtig. So. Soweit muss er natürlich überholt werden, ist ja klar. Ja, krass, geh mal mit Palmen. Palmen! Übelst cool. Soweit hätte ich gerne manchmal zu Hause. Das würde so, ach, schön werdet. Aber gut. So. Hier ist dreispurig, das ist schön. Hä, warum gibt denn der Iltis jetzt hier wieder Gas neben mir? Guck mal, ich fahr 90, was macht der? Ich meine den da, den roten da. Was ist denn hier los? Ich muss hier auf jeden Fall auf meine Spur bleiben. Die haben wir alles richtig gemacht. So, zeig mal Mappe. Wir sind schon. Oh. Kurz vor Valencia, alles klar. Okay, okay. Was sagt die Uhr? 4 Stunden noch. Naja, mal gucken. So, dann fahren wir mal wieder rüber. Also weit ist es nicht mehr. Ne, es ist echt überschaubar. Es sind noch 777 Kilometer. Volles Met durch Spanien. Und von hier aus könnte man jetzt theoretisch die nächste Megatour wieder nehmen und wieder irgendwo hinfahren. Und so kommst du eigentlich mehr oder weniger in Anführungsstrichen relativ schnell an verdammt gutes Geld. Ja, die Sache ändert sich natürlich, sobald du deinen eigenen Trailer hast, weil sich dann der Frachtmarkt auch ändert. Manchmal möchte ich sagen, dass sich das auch zum Negativen ändert, dass du nicht mehr so unglaublich lukrative Aufträge bekommst, sobald du mit deinem eigenen Trailer angeeiert kommst bei dem Kunden, aber Geld kriegst du auf jeden Fall. Ne, warte, machst du es ja, Geld kriegst du eigentlich immer. Und sobald du Angestellten hast, ja, manchmal reicht es ja auch, wenn du ein oder bloß zwei nebenbei laufen lassen hast. Aber du gehst schlafen, die fahren weiter, die Kohle kommt und das ist sehr belohnend. Also Angestellte hier, ne, die sind ja nicht so schlecht. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, hier Autobahnkreuz, ich glaube die erste raus. Erster Aufenthalt in Valencia, das ist schön. Glaube ich aber nicht so, weil wir haben ja schon mal, mit Spanien DLC sind wir schon durchgefahren, ne? Das war, glaube ich, die reinste Hölle. Also wenn einer viele Kreisverkehre hat, sind Spanien und ein paar andere Länder auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. So, wir fahren viel zu schnell. Ah, warte mal, im Ausland schnell fahren ist teuer. Wenn die Polizei kommt, das wird nicht cool. Also fahren wir mal lieber ordentlich. Ich denke mal, ab hier ist eh wieder 90 am Start. Siehste. So. Und los. 90 da. Blaues Schild links oben im Bordcomputer. Für Tempomat. Schöne Häuser habt ihr hier, mangte Fabrikgebäude. Ist auch cool. So, na wie gesagt, fahr rüber. Also machen wir rüberfahren. So. Guck mal.
Ist schon schön hier. Also ehrlich jetzt. So ein bisschen Südstaaten. Flair kommt hier auf. So. Nein, die so Mittelmeer. Südstaaten klingt so amerikanisch. Aber es ist sehr, sehr schön. So, wir haben mit 5:30 auf dem Abend. Wir sind eigentlich gut durchgekommen. Du, wir sind kurz hinter Valencia, richtig? Wir machen mal die Frage an die Mappe. Jo. Wobei, warte mal. Wir könnten das vielleicht noch bis da schaffen. Und dann hätten wir das letzte Etappenziel. Wir suchen noch eine Ecke weg. Wir peilen erstmal diesen Rasthof hier an. Kurz vor dem Autobahnkreuz. Und von da aus, wenn wir noch weiterkommen, schauen wir mal. Weil ein bisschen Fahrzeit haben wir ja noch. Wir sind 3 Stunden, ja, halbe Stunde Karenz. Ey, warum ist denn hier 7 und 7? Wir waren bei 6 und 6. Ist das Verschleiß? Das ist nicht cool. Wir können doch nicht nach knapp 4000 Kilometern die Reifen schon komplett runtergenudelt haben, oder? Wobei, gut. Die paar Beulen von den Verkehrsereignissen zwischendurch mal vorne weggelassen, aber. Eigentlich, was hast du denn großartig Verschleiß an so einem Trailer, wenn der einfach nur zieht und fährt und geradeaus eiert? Reifen und Bremse. Mehr ist ja nicht. Vielleicht mal eine Glühlampe, aber. Sonst eigentlich, ne? Dürfte nicht großartig kaputt gehen. Und wenn ja, dann ist halt groß im Argen und ziemlich faul, aber. Naja. Wir haben fast die 4000 Kilometer mit dem LKW voll. Nur dafür, dass wir hier einfach stumpf geradeaus fahren, geht eigentlich. Gut, sind jetzt auch schon ein paar Folgen, aber. Wird es langsam dunkel? Kann das sein? Also vom Lichteffekt her möchte ich sagen, dass die Sonne sehr tief steht. Und wenn sie tief steht, ist das ein Zeichen dafür, dass sie untergeht. Hätte ich jetzt mal so ganz frech behauptet, oder? So leicht dämmerig. Dieselig fängt es an hier doch. Ich glaube, der wird dunkel. Alles klar. So, 660 Kilometer. Ich denke mal, mit den 600 Kilometer kommen wir gut hin. Wir haben jetzt noch 3 Stunden. Was ist eine Restfahrzeit? Wir haben noch 35 Stunden für den Auftrag und wir sind in 8 Stunden da. Also, wenn wir jetzt noch einmal schlafen gehen, haben wir volle 10 Stunden Fahrzeit und dann schaffen wir bis zum Kunden. Na, das dürfte eine Punktlandung werden, theoretisch. Ganz auf entspannt sogar. ...650 Kilometer. Ist zwar noch eine Nummer für so eine Tageskilometer... ...Aufgabe hier, so ein Ritt, aber... ...hey. Das wird schon. So. Zeig mal Karte. Okay, an dem Kreuz auf jeden Fall noch vorbei. Ich hätte gesagt, wir fahren zu dem. Ne, das schaffen wir auf jeden Fall. Müssen wir nur gucken, dass wir da nicht dran vorbeifahren. Dann hätten wir so ja ein ganz leichtes Zeitfenster, so ein kleinen Zeitpuffer. Ist auch nicht schlimm, denke ich mal, wenn wir nicht bis auf der letzten Minute noch hier durch die Gegend rasen, sondern mal ganz auf entspannt uns irgendwo hinstellen, schlafen und dann einfach weiterfahren. Weil ich denke, das Schlimmste ist passiert. Ja? Guck mal, wie die großen Schilder Schatten werfen auf der Autobahn. Also Lichteffekte sind toll. Kannst du echt nicht meckern. Ne, die Bäume schmeißen auch einen Schatten. Boah, mit Sonnenstrahlen. Sind die eigentlich aktiviert? Ich hatte die irgendwann mal ausgemacht. Aber gut, ist glaube ich wohl hinfällig, weil sobald hier ein neues Update kommt, ist eh wieder deine komplette Optioneinstellung über den Haufen geworfen und das Spiel meint, du machst das so, wie ich das will. Na, ja. Das ist generell so ein Leidethema, dass deine Einstellungen einfach nicht beibehalten werden können, sobald ein Update kommt. Ich verstehe nicht. Dass da performance-technisch manchmal richtig viel schief laufen kann, das haben wir gesehen beim LS. Warte mal, kommt der hier rüber? Klar. Siehst du, der hat nämlich seinen Blinker an. Der will hier nämlich die Spur einwechseln. So, da. Oh, der zieht aber rüber, der Junge. Ja. So.
Okay, okay. Die Sache läuft. Wir sind voll dabei. Und auf Kurs. Das ist der vorletzte Rasthof, richtig? Wir haben noch 2 Stunden 15. Ist das der vorletzte oder der, wo wir runter wollen? Nö, dann nehmen wir den da. Dann fahren wir hier runter. Hätte ich gesagt, ne? Dann kommt nämlich hier wieder mal die ganze Weile. Ja, nischt. Und dann können wir hier durchdüsen bis ans Ziel. Ich hoffe, dass es klappt, ey. Ja, okay. Das kriegen wir hin. Also nicht den Parkplatz, sondern den nächsten. Dann fahren wir da runter. Passt doch von der Zeit. Wenn ich mal gerade so gucke, ist wohl okay. Guck mal, wie das hier unter der Karte wegfliegt. Also 90 ist echt sehr, sehr angenehm. Da merkst du mal, wie groß dieses Land ist hier. Wahnsinn. Also ohne Quatsch, ist echt groß. Und wir fahren hier echt nur Autobahn voll mit. Und wir fahren und fahren und fahren und sind immer im selben Land und schon krass. Also ich möchte auch sagen, dass das hier bald größer ist als die deutsche Map. Wir können ja mal gucken. Aber ich möchte sagen, doch. Oder? Ah, naja, gut. Wir machen das mal so. Ich glaube, so ist besser. Ach, auf jeden Fall. Guck mal hier. Frankreich ist schon viel, viel größer als Deutschland. Und Spanien hier ist ja auch nochmal riesengroß. Ja, dann macht das ja Sinn. Ne, aber guck mal, wir sind schon hier. Ihr startet, sind wir hier oben. Da. Oder da, weiß ich gar nicht. Glaub, wir sind hier mit der Fähre rüber. Nach da irgendwie. Nach Tallinn. Genau, und dann sind wir hier runter. Immer quer durch Germanien durch, Frankreich durch. Und jetzt sind wir da. In Spanien. Kurz vom Ziel. Mega cool. So, wie gesagt, der nächste Parkplatz, da fahren wir raus. Das ist jetzt 7:45 auf dem Abend. Naja. DeLorean, links von uns, Obacht. Spiegel, toter Winkel, vorne. Geile Karre. Man mag das Ding so. Echt cool. Das ist ein sehr erfolgreicher Tag bis jetzt. Also, toi toi toi. Klappt. Läuft supi. So, da ist der Rasthof. Das Ding ist, was ich mir überlegt habe, wenn wir wirklich hier nach mit dem SK fahren, ich glaube nicht, dass der das schafft mit so einem Doppelsilo. Aber ich hätte Bock auf ein Doppelsilo. Oh, warte mal, ist halt ganz böse Sache gemacht. Ich habe auf der Autobahn die bremst, das macht man eigentlich nicht. Guck mal, der Typ wird müde, perfekt. Tanken müssen wir nicht. Wir können eigentlich direkt durchdüsen zum Rasten. Wo auch immer hier Parkplätze sind. Geradezu, oder? Das müsste doch hier eine ausgeschriebene Parkfläche sein. Ja. Ehre. So. Perfekt. Bis an die Linie ran. So ist es schön. Freunde? Licht aus, Motor aus, schlafen hier. Na, guck mal, kurz vor 8. Sehr schön. Also zeitlich Punktlandung. Wir haben morgens um kurz vor 5. Betz hat Geld verdient, ist toll. Betz ist im Level aufgestiegen, das ist ja noch viel besser. Dann hat die beim nächsten Auftrag noch mehr Skills, heißt noch mehr Vergütung. Na? So, den Motor machen wir mal an. Wehen nach innen, da Tannenbaum ist schon am Leuchten, heißt er hat Bock. Cool. Paul ist auch im Level aufgestiegen. Sehr schön. Wir stehen hier ganz früh morgens in Spanien und ich würde sagen, beim nächsten Mal fahren wir von hier weiter bis nach dem Ziel drin rein. Kann ja nicht mehr so weit sein, oder? Steht hier gerade nicht, aber das kriegen wir hin. Freunde, Spaß gemacht. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Rinnihauen.